Franchise-Geber, also als Immobilienmakler im Franchise starten oder im Lizenzsystem, ist das überhaupt sinnvoll und bringt dich das wirklich weiter? In diesem Video werde ich jetzt mal dieser Frage auf den Grund gehen. Denn ich werde immer wieder gefragt, hey Heinz, macht das Sinn, dass ich zu einem Franchisegeber gehe? Ich werde jetzt hier keine speziellen Franchises nennen, keine Namen. Ja, ich will ja auch keinen irgendwie dissen oder fronten oder sonst irgendetwas. Das ist ja gar nicht meine Absicht. Schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Also es gibt ja unterschiedliche Menschen. Die einen Menschen, wir haben im Vertrieb immer gesagt, so jemand, der ein Zuhause sucht. Ja, weil die große Hoffnung bei einem Franchiser, wo ja auch alle oder viele Franchiser mit werben, ist, du hast ein riesengroßes Netzwerk, du hast all over the world Geschäftsstellen, also Büros, und kannst Immobilien auf der ganzen Welt vermarkten. Und das ist für den Kunden ein riesengroßer Vorteil. Ja. Wenn wir dieser Frage mal auf den Grund gehen, dann könnte das natürlich auf den ersten Blick so sein. Die Frage ist aber, wird das tatsächlich in den Franchises wirklich gelebt? Also lebt jedes einzelne Büro, jeder einzelne Franchise-Nehmer, lebt der das auch wirklich? Das ist also eine ganz, ganz entscheidende Grundlage. Die Frage ist aber jetzt viel mehr, wie triffst du eine Entscheidung? Und hier ist auch wieder sehr wichtig, möchtest du für jemand Fremden arbeiten und seine Marke vorantreiben, oder bist du eher ein Typ, der sein eigenes Ding machen will, also seine eigene Marke, seine eigene Brand entwickeln will und sein eigenes Ding durchziehen will? Weil eine Sache ist halt klar, dass ein Franchise- oder Lizenzsystem hat natürlich auch gewisse Regeln, die du oder denen du folgen musst. Sonst macht das Ganze ja keinen Sinn. Ja, und das muss dir halt klar sein, du hast bestimmte Regeln in Sachen Branding, generell Marketing, Werbung etc., Kundengewinnung, Webseite, Design, all diese Sachen, die sind grundsätzlich vorgegeben. Ich will das gar nicht bewerten, ist das gut oder ist das schlecht. Wenn du da Bock drauf hast, dann kann das durchaus was Gutes sein, wenn du dich damit nicht auseinandersetzen willst. Mag sein. Jetzt hast du aber mal eine Idee, ich würde gerne dies, das oder jenes tun, dann musst du viele Dinge einfach mit einem Franchise oder einem Lizenzgeber halt abstimmen. Das nächste ist, du musst einen Teil deiner Provision abgeben. Die Frage ist also jetzt, welchen Austausch bekommst du dafür? Austausch bedeutet, du gibst zum Beispiel 5%, 10%, 15%, was auch immer, gibst du an den Franchise-Geber ab, was bekommst du dafür? Oder andersrum formuliert, was erhoffst du dir eigentlich? Wenn du dir erhoffst, dass dir jemand Händchen hält, dass jemand dir genau sagt, das und das musst du Schritt für Schritt tun, dann bin ich mir ziemlich sicher, dann hast du dich wirklich ins eigene Fleisch geschnitten. Weil am Ende des Tages wird dir keiner das Geschäft machen. Du musst es auf der einen Seite oder auf der anderen Seite, wirst du die Dinge umsetzen müssen. Egal, ob du in einem Franchise- oder Lizenzsystem oder ob du eigenständiger Makler bist. Es wird dir keiner Kunden schenken, du musst sie dir holen. Du musst Marketing, du musst Werbung machen, du musst die Dinge selber umsetzen. Das ist der Punkt. Ich gebe mal ein Beispiel aus meiner eigenen Praxis. Wir liefern unseren Kunden ein fix und fertiges Business in the Box. Also von A bis Z alles, was jemand braucht, um als Makler erfolgreich zu sein. Und hier ist halt die Frage, auch das musst du natürlich anpassen, umbranden auf deine eigene Marke, auf deine eigene Firma. Und ich kann dir eine Sache mit Sicherheit sagen. Wenn du startest als Makler oder auch schon länger Makler bist, dann ist es vollkommen wurscht, welches Logo du hast.
ob du jetzt hoch cool designte Visitenkarten hast oder sonst irgendwas. Also die ersten paar hunderttausend Euro Umsatz wirst du auch ohne das machen. Wir glauben nur, wir brauchen das, um überhaupt starten zu können, um überhaupt erfolgreich sein zu können. Und das stimmt nicht. Es geht um deine eigenen Fähigkeiten, nämlich weißt du, wie du an Kunden rankommst, Tippgeber, Networking etc. Kannst du verkaufen? Wie sind deine Verkaufsskills? Und bist du in der Lage, eine Immobilie zu bewerten? Bist du in der Lage, eine Immobilie zu verkaufen? Das sind die wichtigen Grundlagen. Und kein Franchise und kein Lizenzsystem dieser Welt wird dir diese Arbeit abnehmen können, sondern sie können dir dabei helfen oder dich unterstützen. Unterm Strich gesehen sind es aber deine Fähigkeiten, also dein Können, was dir hilft. Und das ist das Einzige im Übrigen, was dir helfen wird. Das Einzige, was dir helfen wird, sind deine eigenen Fähigkeiten. Und ist dein Können, dass du jeden einzelnen Arbeitsschritt, den du als Immobilienmakler brauchst, um vom Kontakt zum letztendlichen Notartermin, das, was dazwischen steht, vom Kontakt zum Verkäufer bis zur Übergabe einer Immobilie, das ist ein durchgehender Prozess. Und ich habe mir viele Franchises und viele Lizenzsysteme angeschaut und leider Gottes muss ich, auch wenn es jetzt ein bisschen pauschal klingt, aber von A bis Z durchdachte Prozesse kannst du wirklich lange suchen. Vorlagen, die immer auf dem neuesten Stand sind, wirst du auch nicht überall finden. Ja? Und am Ende des Tages schau dir die Sachen genau an, bevor du eine Entscheidung triffst. Guck genau hin, was ist das, was du brauchst, was dir persönlich wirklich wichtig ist. Das ist viel, viel entscheidender. Und dazu kann ich dir einen guten Tipp geben. Mach dir eine Liste, was ist mir wirklich wichtig? Und orientiere dich genau, weil dann kannst du überhaupt erst grundlegend eine Entscheidung treffen, ob ein Franchise für dich das Richtige ist. Es gibt Menschen, die sind damit super glücklich, als Fazit. Es gibt Menschen, die sind damit super happy und super zufrieden. Und es gibt aber auch sehr, sehr viele, die ich kennengelernt habe, die das gemacht haben und es nie wieder im Leben tun würden. Eines ist sicher. Wenn du die Grundlagen hast, also die Power, die Energie, um im Leben erfolgreich zu sein, dann wirst du das in einem Franchise oder Lizenzsystem, du wirst es aber auch alleine schaffen. Definitiv. Du wirst, wenn du aber diese Dinge nicht hast und erhoffst dir durch ein Lizenz- oder Franchise-System erfolgreich zu sein, wirst du da genauso scheitern, wie wenn du es alleine versuchst. Also alles, was du tust, hängt ausschließlich von dir ab. Und das ist das Allerwichtigste. Deshalb kann ich dir nur raten, mach dein eigenes Ding. Und wenn du glaubst, dass du durch ein Franchise einen guten Unterstützer hast, auch fein. Aber dann schau bitte ganz genau hin. Schau dir die Leistung an. Was ist der Austausch, den du bekommst für das, was du bezahlen musst, wenn du viele Immobilien verkaufst? Also 10% Abgabe an einen Franchisegeber von 0 ist 0. Aber 10% von 100.000 sind 10.000, von 1 Million sind schon 100.000 und von 2 Millionen sind schon 200.000. Also wenn du wirklich die Absicht hast, sehr erfolgreich zu werden, dann sei dir auch versichert, dass du auf Dauer dieses Spiel so spielen willst. Weil ansonsten wirst du dich ärgern. In diesem Sinne, alles Gute.